Willkommen zurück zu einer weiteren Folge in Baldur's Gate. Ja, wir haben den Boss hier erledigt. Oder alle drei Bosse. Und rennen jetzt hier rum und versuchen noch ein bisschen aufzuräumen. Zu gucken, wo noch Goblins sind. Wir haben ja jetzt hier auch... Oh, er ist weg. Okay. Was ist die Story? Hey, ho. Komm mal her. Heiltrank? Meine. Einfaches Gift. Schriftrolle? Oder Schrift? Der Willigen. Ah, das ist wieder von ihm wegen. So, du kommst mal hier in den Alchi-Beutel rein. So. So, haben wir das auch. Okay. Da drüben war noch jemand. Weil bevor wir rausgehen, müssen wir eine lange Rast machen. Nicht, dass uns hier draußen die Goblins, da müsste ja ein großer Raum. Oder wir hauen hier, warte mal, wo waren das? Hier hinten. Wir werden natürlich auch gucken, dass wir hier hinten rauskommen. Was finde die Krippe, ja? Okay, da lang. Stiehl das Heiligtum. Nee, rette die Flüchtlinge, rede mit Zolver, sprich mit Zolver. Okay, das geht beides nach da. Suche im Goblin da nach Halzen. Halzen? Ist also da. Müssen wir mal... Kann man nicht, die Karte, wie kann ich denn die umschalten? Weil ich habe jetzt keinen Bock, wenn ich jetzt hier rausgehe, kriege ich mit Sicherheit ordentlich eine drauf. Oder wir gehen erstmal nach gucken nach hier hinten. Reis zum Gebirgspass. Ja, wir können ja jetzt hier rausgehen. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen, aber okay. Und warte mal, wir haben ja sogar noch eine Larve. Ja, ist mir klar, dass Kalach das nicht möchte, aber ich wohl. Wo war denn das hier? Bin mir nicht mehr sicher. Das wollte ich. Okay. Oh, die müssen wir uns dann auch nochmal angucken. Oh, da könnte man uns, da könnten wir uns heilen. Auch gut. Das Ziel um ein. Der verringerte Attribut kann nicht unter 1 sinken. Okay, auch gut. Wenn er ist das normalerweise Stärke bei Fernkampf, bei Zaubern. Okay. Gut. Jetzt. Okay. Ja. Also, ich hätte fast gesagt, wir gucken mal. Ne, wir gehen mal auf die andere Seite. Es ist ja auf der anderen Seite. Da. Aber das sieht so aus, als wenn das irgendwie oben oder so wäre, ne? Ja, komm mal hoch hier. Lass mal hier rein. Nee, rein da. Hier. Müssten wir ja erstmal nach da oben kommen. Oh. Das ist auf jeden Fall links von uns und ich gehe davon aus, dass die Tür das ist.
Aber ich habe keine Ahnung, wie dies mit den Türrätseln funktioniert. Schlüssel des Tempel. Was? Achso. Wir haben es benutzt. Nee, es ist tatsächlich irgendwo hier oben. Aber da oben kommen wir doch gar nicht hin. Also wäre mir neu, wenn wir da irgendwie hinkommen würden. Außer mit vielleicht unserem Schattensprung. Dann ist hier oben doch auch nichts. Eingang. Mal kurz zum Eingang der Priesterin. Das ist das hier. Findet den... Achso, das ist runter zum Nachtlied. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir kurz mal nach da. So. Aber er sagt schon wieder, geh zurück. Hier drin waren wir gar nicht. Ja, wir werden mal gucken. Oh. Gebrochene Steine. Ah. Ich wette, wir fallen da rein. Würde ich fast wetten. Hm. Assume nothing. I wonder who or what those chains are for. Okay, dann halt nicht. Hm. Hier haben wir auch schon alles abgesucht und dann sind wir nach hier unten. Dann gibt es ja hier diesen Tempel. Aber da können wir auch die Schnellreise benutzen und hier hinreisen. Mein Hauptproblem ist hier durchzukommen. Weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie man dich ausschaltet. Ich könnte mit Sicherheit... Also wenn ich da durchsprinten kann... Oder war der Hebel? Den machen wir mal auf. Mal gucken, ob es klappt. Ich weiß es nicht. Das gab einige... Also es gab nicht gerade wenig Schaden. Einwurf. Zwei. Okay, wir sollten... Something's on my mind. Flackets will be done. Action, not reaction. Auf jeden Fall hier irgendwie Deckung suchen. Okay. I'm ready. Bist du das wirklich? This way. Right. Eins. Rettungswurf. Zwei. Nein! Oh. Healing fast. I need healing. Ja, du kriegst einen hier. Ich hoffe, wir kriegen hier, finden hier unten irgendwie einen Wegpunkt. Ja, wir wollen tanzen. Und zwar, wie wir tanzen wollen. So. Bevor wir das aber machen, wir gucken, ob ich... daran komme, ohne dass mich das Ding da abschießt. Okay. Ja, kann man gebrauchen. So. Stab der Mondmaid. Okay.
Das sieht aber schick aus hier. Silberlöffel? Ne, sowas brauchen wir nicht. Wir brauchen unsere Truhe. Und wir brauchen Carla. What a charmer. Soldier? Denn ich will die Sachen ablegen. Wir haben so viel jetzt dabei. So, erstmal dich wegpacken. Wir gucken kurz. War das nicht irgendwas wegschmeißen? So. Hallo? Falsche Tasten. Dich packen wir mal nach da. Stimmt, du hast noch gar kein Instrument. Hier, guck mal, jetzt hast du. Jetzt hast du da so eine guldene Harfe. Da. Rauchbombe packen wir auch erstmal weg. Überlieferung aus. Okay, kurz reingucken. Wie gesagt, es können ja immer mal irgendwelche Rezeptbücher sein. Gucken. So. Auch du erstmal hier weg. Sehr gut. Warum hast du auch schon wieder so viel Proviant? Du hast nicht mal einen Reiserucksack oder so. Okay. Nochmal. Ich stand noch aber in der Tür. Joink. Joink. Ich mach dir gleich Joink. Ah ja, hier haben wir noch einen Rucksack. So. Ah ne. Ja, warum sollten wir eigentlich einen Rucksack mit uns mitschleppen, weil sie hat, braucht doch eigentlich grundsätzlich keinen, ne? So. Dann gucken wir nochmal hier schnell. Ich bin ja am Überlegen, es gibt doch, glaube ich, die Schriftrolle hier mit Unsichtbarkeit, ob wir die nicht danach einfach nutzen. Warum hast du hier unsichtbares Sehen? Würde ich glatt mal nutzen wollen, aber erst wenn wir da sind. Bis zur nächsten Langrast. So kriegst du. Können wir noch was gebrauchen? Unsichtbarkeit. Nehmen wir mal. Ja, es sind nur Zweier, ne? Schmieren finde ich ja grundsätzlich auch gut, weil die Gegner dann eben hinfallen oder wenn wir geschmiert sind und die Gegner müssen da lang, kann man sie ordentlich wegpusten. Okay, ich würde das fast mal. So lassen erstmal. Dann lass uns mal eine lange Rast machen. Irgendjemand was zu reden? Ne? Du schon wieder. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. I see you've been using the powers the tadpole gives you.
Good. But things haven't gone as you expected. You thought Netty might be able to help you in the Druid's Grove. But all she did was reaffirm the danger. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Was soll ich dann tun? Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Wie zerstöre ich die Quelle, aus der Larven ihre Magie beziehen? I am not sure yet. To find the answers, we must first find the source. These parasites are more than illicit spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. You witnessed it yourself with Priestess Gut. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Also, wer seid ihr? It's complicated. But I'm an adventurer, just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. Was ist da drüben los? Nee, kann ich irgendwie helfen? No. I can handle this. For now. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. Follow the cultists' trail. They will lead you to their masters. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Okay. Jo. Jeder mal das gleiche. Sehr schön. So, jetzt gucken wir nochmal, sind wir denn vorbereitet? Nee, das meine ich. Da fehlt doch noch was. Heiltränke. Die Rolle bin ich der Meinung, brauchen wir die nicht da drin? Ich glaube nicht. Machen sie mal lieber. So. Hätte ich gesagt. Dann. Du hast die Pfeile, dann kriegst du auch noch die Fiole. Also wir können ordentlich mit ordentlich rumschmeißen. Sollte erstmal passen. Das Öl würde ich da gerade eigentlich weniger nehmen. Auch du, was ist denn das für ein Pfeil? Blitzpfeil, okay, perfekt. Nehmen wir. So.
time to rest. Dann. So, damit haben wir jetzt unsichtbare Sehen. Das ist schon mal gut. Und wir können ja mal gucken, ob wir mit den Toten hier reden können. Geht das? Kein Ziel, kein... Okay. Ah, wir hätten mit dem Dings reden müssen, der... Okay, das... Ja. Wir hätten, unten, wo die Spinnen waren, da hätten wir ohne Probleme mit dem... wackeln können, gehe ich mal von aus. Oh. Hier ist noch ein bisschen was. Das, aber eine, ach so, eine zermalmte Leiche, okay. So, wir rennen wieder zusammen durch die Gegend. Ja gut, Granatring. Okay. Was mich halt... Oh. Oh, guck mal, was wir da haben. Einen dicken, fetten Minotaurus. Well, well, well. Can't afford to stay idle. Indolence breeds madness. Naja, das ist ziemlich... So, die Frage ist ja, können wir den Minotaurus töten? Oder... Jetzt kommt er. Alles klar, Initiative. Wir haben Initiative. Das finde ich nicht verkehrt. Aber... Wieso ist der Weg unterbrochen? Das verstehe ich nicht. Oh, du musst da mal nach ran. Müssen wir machen. Da kommt noch einer. Wir haben ein Problem. Wir haben ein richtig fettes. Problem. Hä? Wir haben ein richtig fettes Problem. Okay. Nee, du beendest deinen Zug noch nicht. Stand in my way. Let's go. Okay, er würde auf jeden Fall angegriffen werden. Die würden alle angegriffen werden. Let's go. Obwohl.
Bei ihm bin ich mir... Na doch. Sehr gut. Bin mir nicht sicher, ob das klappt. Ah. Oh Mann! So, jetzt bist du dran, okay. Du bist bis... nee, das will ich ja nicht machen. Ich will ja keinen Rück... Also nicht hier, auf keinen Fall. Sehr schöner Angriff. Geht aber nicht. Sehr schöner Angriff. Wie gesagt, wir können... Hui. Das war ein harter Kampf, aber wir haben keinen Schaden erlitten. Ich bin positiv überrascht. Oh, Amulett der Unwürdigen. Gewährt Resistenz gegen Hiebschaden, gewährt Verwundback. Oh, gegen Wuchtschaden. Das ist nicht gut. Kann es sein, dass wir hier nicht durchkommen? Also ist das Einzige, was ich mir gerade erklären kann. Aber wir suchen noch mal hier kurz weiter. Oder wir versuchen da mal durchzukommen. Ich habe keine Ahnung. Die mussten ja springen. Oh. Oh. What in the nine hells is that? Deinen Geist angesichts der seltsamen Stimme zur Ruhe bringen. Careful. If we can hear it, perhaps it can hear us. They're coming. You're coming. Best be on my way. Okay. Also wir können hier durchrennen, das ist schon mal gut zu wissen. Sagen, aber erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Wow, 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 wow. Gods, what's happening? Ja, keine Ahnung, was hier los ist. Aber da steckt ein Wärtchen drin.
Roulette. That thing could chomp me in two. Hm. Oh, wir haben ein Rezept freigeschaltet. Helm? Jetzt wird's interessant. Was bist du? Slender drow blade impales the stone before you. Eine Drawklinge. Silent vigil. Dies kommt dir heilig vor. Überlegen, welches Ritual angemessen sein könnte. Das würde, wenn wir mindestens 4 machen, plus 1, 5, 7. Also brauchen wir mindestens eine 8. 18! Jawolla! This blade was a warrior's sacrifice to Elis Stray. Blood can only be honored with blood. Etwas Blut auf den Stein tropfen. Aua. The drow script inscribed on the blade flickers and glows. It rises from the stone, hanging in the air in silent offering. Letzte Riten der dunklen Tänzerin erhalten 50 P. Was? Irgendjemand haben wir inspiriert? Wen denn? Ich sehe immer nicht, wieso, weshalb, warum. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Aber wir haben wieder mal irgendwen inspiriert für irgendwas. Immerhin, was haben wir denn jetzt da? Oh, guck mal einer an. Ein Langschwert. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, kann mit dem Langschwert einer von euch mehr anfangen? Ja, gleich. Also hat auf jeden Fall die gleiche. Nur das da Parallelmodul. Was ist das? Irgendwas mit Auftreten? Wir legen es mal kurz an. Ein Aufschlag ist klar. Mhm. Ihr seid vom Schaden her exakt identisch, aber ich hätte erstmal die Klebe behalten. Und hier gehe ich mal von aus, bringt das auch nicht viel, ne? Nee. Ich würde es behalten, aber nicht anwenden, hätte ich jetzt erstmal so gesagt. Don't waste a step. Leuchtknolle. Was bist du? Feuer frei? Okay. Buchhändler, noch so mehr. Ab in die Höhle, weil ich habe keine Ahnung. Ne, die könnten wir höchstens anklicken, will ich aber eigentlich ungern. Wir können aber. Ne, die brennt. Okay, sehr gut. Was war das? Oh, es wurde gespeichert. Okay. I'll take that. Ich würde sagen, da kommt irgendein Vieh raus, oder? Damn, it's good to be alive. What next? Der ist bewusstlos. Okay.
Let's go. Okay, ich hab's mir ja. Okay. Ey, wir müssen mit einem ran. Okay. Talk to me. We need everyone alive. Take your Gods, it's hot in here. Zumindest hat er getroffen. Kannst du noch was? Nee. Oh oh. Tödlicher Sprung? Wie soll das denn funktionieren? Kostet mich aber eine Aktion, der Talisman. Wieso gleich wieder tot? Let's finish this. Take your happy place. Was können wir noch tun? Haben wir noch irgendwelche Aktionen? Ah, wir hatten den Sprung noch. Okay. Taste my fury. Hm.
Du willst mich jetzt... Albern, oder? I put the wind back in my sails. Sind die, uns gehen gerade die Zauber aus. Das bedeutet, wir können schon wieder eine lange Rast theoretisch gleich machen. Ich würde sogar, ich würde sogar eine lange Rast machen wollen. Wir sammeln kurz hier die Pilze noch ein. Also es geht da noch eine ganze Weile weiter. Das Problem, was ich nur habe, ist natürlich, hier müssten wir jetzt rüberspringen. Deswegen würde ich tatsächlich zurücklaufen wollen und auch in den anderen Weg gehen. Ja, einmal den hier und den, wo wir hier die Minotaurenplatte gemacht haben. I'd love to, thanks. Aha. Oh, dass sie so viel abbekommen hat. Ey. Oh, nö, es wird wieder gespeichert. Eieieiei. Nee, du nicht. I had another dream. Which, I suppose, means you did as well. Whoever's reaching out to us truly does. Perhaps we truly have a secret protector. Weg gehen. Wo ist er? Da oben. Wir müssen uns jetzt anders aufstellen. So viel steht außer Frage. 35 nur? Nicht erreichbar. Nein! Wir haben sie mit erwischt. Es ist gar nicht gut. Egal. Ready for this. Erhöht die schützt eine Kreatur vor Angriffen. Erhöht die Rüstungsklasse. Time to strike. Kannst auch nur da hoch. Ah, halt, warte mal. Schade. Make way. I will give in. Tormentor. Bitte greif ihn an. Nee, er geht auf sie, ne? Doch nicht. Die waren immer noch zu nah aneinander? Das ist doch wohl ein Witz, oder? Say bye bye. Swift and lethal. Nein! Ich wollte doch zaubern! Och!
Aua. Aua, aua. Oh, was haben wir denn da? Rüstungsklasse? Kleidung? Das wäre ja für uns sehr schön. Brutale Rache, wenn ein Gegner dem Träger Schaden zufügt, erhält der Träger einen Zug lang Zorn. Also das andere ist ja auch nicht verkehrt. Nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit so. Ja. Ja, wir machen eine lange Rast. Es hilft nicht. Wir gehen ins Lager. Weil, leider Gottes, müssen wir eine lange Rast... You carry a Githyanki relic. I will have an explanation. Or your head. Walk away. Now. I won't warn you again. Och man, Mädels. Immer dieser Schreck. Was ist hier los? Warum streitet ihr zwei? Lizelle thinks I have something important to her people. She's deluded, clear. Lies. She carries an heirloom of my people. I must know why. Ich stimme Schattenherz zu, oder? Hm. Hört auf. Wir dürfen nicht gegeneinander kämpfen. Incorrect. Judicious bloodletting settles feuds and roots out the weak, the deceitful. Do you hear this, Tripe? Our lives are at stake and she wants us to turn on each other. No others. Just you and me. Gut, lässt sich diese Sache irgendwie schlichten? The bad blood must be purged. A jewel, come first light. You mean I'd get to prove you wrong and thrash you? I love it. Get some rest, Lizelle. You'll need it. Hm. Ach man, immer dieser Zickenalarm bei mir in der Gruppe, ey. You had every chance to look the other way. But here we are. You chose this. Spare me the justifications, coward. If anyone asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. Überzeugen. Schatten ja zu auf. Ihr müsst das nicht tun. Crit? Jawohl. She's a liability. It's the artifact we need, not her. Let me up, and I'll show you. Wir brauchen sie, Schattenherz. Gib ihr eine Chance. Can I do that, Lizelle? Can I turn my back on you? Never. Thieves aren't afforded such luxury. Loosen the grip on your pride for one blasted moment, won't you? We needn't be enemies. There's plenty of those to go around already. What would you have? That we be friends? Let's not get ahead of ourselves. Imagine what we might achieve if we channeled some of that hostility back at our real foes, instead of each other. They wouldn't stand a chance. Okay. Ihr habt doch nicht... Oh, und wir sind Level aufgestiegen. Das... Wir machen die lange Rast und den Levelaufstieg beim nächsten Mal. Bedanke mich fürs Zusehen und sage... Schüttelü!